Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloscher-Kanal. Heute mit der 50. Folge inzwischen schon NBA 2K20. Das ist für mich auch verrückt, dass ich jetzt schon 20 Videos gemacht habe. 20. 50 Videos schon gemacht habe. Und ja, das ist schon echt krass. Ich bin schon auf 9 Minuten gegangen in der letzten Folge anscheinend, denn wir wollen ja das nächste Spiel spielen. Steht 2-1 für die Golden State Warriors. Und wir wollen da natürlich rankommen. Hier seht ihr nochmal die Aufstellungen. Ist eigentlich auch ein unglaublich krasses Duell. Also die Warriors mit zwei Spielern über 90 und der Rest hat, ja, ist nah an der 90 plus Looney mit 79. Rein von den Gesamtstärken und bei uns auch alle um die 85 plus minus 1, 2 Punkten. Und dann halt Damian Lillard mit seinen 97. Also wirklich so ein Elitenduell. Auch was die Gesamtstärke hier im Spiel betrifft. Ich bin echt mal gespannt, wie das Spiel hier laufen wird. Ein Sieg wäre extrem wichtig, weil dann wären wir bei 2-2. Verlieren wir, wäre es 3-1 für die Warriors und das wäre dann nahezu das Aus, das wäre halt nahezu das Aus wirklich, muss man sagen. Denn ein 3-1 gegen die Warriors aufzuholen wird verdammt schwer. Das heißt, es ist, noch ist es kein Do-or-Die-Game, aber es kommt dem Ganzen schon sehr, sehr nahe. Playoffs sind ja eh immer eine besondere Phase. Und ja, wir müssen einfach intensiv spielen, wir müssen schlau agieren und ich will auf jeden Fall nicht heute scheitern, weil ich dumme Fehler mache. Ich will wirklich bedacht spielen und einfach gucken, ja, unsere Stärken auszunutzen, um möglichst, möglichst, möglichst gut zu verteidigen. Man sieht ja auch hier Curry und Lillard, ey. Lillard hatte 38 Punkte im Schnitt, Curry macht 37,2. Also wirklich so die beiden Shooter, die wirklich alles ausballern. So ein ähnliches Duell hatten wir ja gegen Devin Booker bei den Phoenix Suns ja auch. Und hier, wow, schöne Ansicht auf jeden Fall. Das ist echt eine geile Ansicht, muss ich sagen. Lässt sich sehen, so über den ganzen Bergen. Hier in der neuen Golden State Arena. Und ja, hier Bradley Beal macht sich nochmal schön warm. Ich hoffe, es lohnt sich. Ich hoffe, es lohnt sich. Dass er eine gute Koordination hat und dann schön alles reinballert. Am besten natürlich viele, viele Dreier. Und diesen Mann hier noch gut verteidigt, Klay Thompson. Wird nämlich auch nicht ganz so einfach. Hier habt ihr dann noch einmal die Aufstellungen. Die haben wir vorhin schon gesehen. Ja, Bradley Beal wird natürlich die D'Angelo Russell verteidigen. Harris ist natürlich der Gegenspieler von Thompson. Und ja, Heimvorteil A bei den Warriors. Kann mir auch gerne mal jemand in die Kommentare schreiben, was genau das, wofür das genau steht. Also was für Auswirkungen hat der Heimvorteil. Das würde mich echt mal interessieren. Und jetzt Curry. Curry hier. Oh, zu früh abgesprungen eigentlich vom Beal. Jetzt kann Russell rennen. Da darf er eigentlich niemals so frei. Ja, darf er eigentlich niemals so frei sein. Er hätte Turner mitgehen müssen. Hätte switchen müssen. Und jetzt. Harris kann den Dreier. Muss den eigentlich machen. Da war genug Platz. Ah, das sind so Sachen, die muss er eigentlich machen. Das ist ein Bonus Foul hier erstmal Curry. So, jetzt werft den Ball ruhig ein. Curry versucht es. Stark von Lillard. Sehr stark. Jetzt hier geht er Coast to Coast. Nein, pass auf Turner. Mit Foul immerhin. Wichtig. Ich dachte erst, Looney blockt ihn, aber mit Foul ist okay. Sehen wir das nochmal. Boah, das sah eigentlich echt sauber aus, muss ich sagen. Aber es ist natürlich zu früh für eine Coaching-Challenge für Steve Kerr. Den ersten hat er gemacht. Auch den zweiten macht Turner. Wichtig, direkt dran. 2-2. Jetzt hier Stephen Curry. Boah, nimmt den Dreier. Boah, und trifft den einfach. Ja, Stephen Curry, der hat in der letzten Folge ja auch den Rekord gebrochen. Das war ja auch unglaublich. 71 Playoff-Punkte. Muss man sich einfach mal geben. Jetzt Turner stellt den Block. Lillard. Harris. Kann es ja eigentlich. Aber heute will es anscheinend nicht. Zweites Mal, dass er ihn nicht macht. Lillard stört wieder Stöhnen. Sehr, sehr gut gemacht von Damian Lillard. Boah, mit Foul macht er ihn. Coast to Coast. Damian Lillard. Genau das will ich sehen. Genau das.
Defensiv richtig stark schon zweimal und jetzt die ersten offensiven Akzente. Ganz ruhig geblieben und macht den. Sehr stark, Damian Lillard. Er ist unser Leader, das muss man so sagen. Oder das weiß man ja eigentlich auch. Und er muss vorangehen. Ohne ihn gewinnen wir das nicht. Weder die Serie noch das Spiel. Der ist nicht drin. Und Lillard holt sich den nächsten Rebound. Free 60 von Bradley Beal. Und macht die einfachen Punkte dann. Stark gemacht. Sehr, sehr gut gemacht von Bradley Beal. Green wirft jetzt ein. Russell am Ball. Wird natürlich jetzt verteilt von Beal. Bisschen Platz kann man ihm das nicht zu viel. Dem Mann sollte man gar keinen Platz machen. Weil der macht den einfach rein. Aber war ein langer Zweier, kein Dreier. So, und jetzt Turner hat den Block gestellt. Lillard, der ist drinne. Was ein Wurf. Damian Lillard ist on fire. Ja, ich dachte, Curry wirft. Hätte er vielleicht das Foul ziehen können. Jetzt Thompson, den darfst du natürlich auch nicht so freilassen, aber immerhin macht er den nicht. Macht die Punkte Bradley Beal. Guter Pass von Lillard. 12-7, es fängt gut an. Aber wir müssen konzentriert bleiben. Weil dieser Mann, boah, den macht er eigentlich. Und sie haben wieder den Rebound. Das darf nicht wahr sein. Also das darf nicht passieren, Turner. Zweimal den Rebound zugelassen. Eieiei, das war nicht gut. Und Lillard! Sehr schön. Monster. Nächster Rebound bei Damian Lillard. Oh, den Ball haben wir sogar noch. Sabonis stellt den Block. Und Beal macht die Punkte. Sehr, sehr schön. Jetzt haben sie natürlich den letzten Angriff hier. Ah, den macht Curry dann. Das war nicht gut verteidigt meinerseits. Schauen wir aber weiter jetzt hier Damian Lillard. Beal war hier frei. Perfekt den Buzzerbeater mit einem Dreier reingemacht. So muss das sein. Die Warriors an sich gut geswitcht, Turner nochmal zu stellen. Aber wenn da natürlich Beal draußen frei ist, dann ist das nochmal die gefährlichere Variante. Deswegen war es für uns sogar vom Vorteil, dass die Turner so gut verteidigt haben. Erstes gutes Viertel, auch schon echt intensiv. Ich bin voll drin in diesem Spiel. Ich will dieses 2-2. Ich will auf gar keinen Fall verlieren gegen die Warriors. Ja, Draymond hat da eben über die Bedeutung der Defense geredet. Und das ist heute ganz, ganz entscheidend. Jetzt hier Holiday. Hartenstein stellt den Block. Und jetzt mach ihn bitte rein, den Dreier. Oh, der geht nicht rein, aber Lebestier ist da. Stark. Den hätte Hartenstein aber eigentlich machen müssen. Er ist hier wirklich so der Center, der bei mir die Dreier unbedingt reinmachen muss. Dafür ist er eigentlich drinne. Weil sonst würde ich Lebestier mehr Zeit geben. Das war jetzt schlecht verteidigt. Weil Lebestier ist da defense-technisch gefühlt auf jeden Fall deutlich stärker. Aber wenn es ums Dreierschießen geht, da brauche ich eben Hartenstein. Und hier wieder der Switch. Switch sie wieder gut. Bradley Beal macht die nicht. Aber Scaldi bis hier holt sich den zweiten Offensive Rebound. Der Typ ist echt stark an Brett. Jetzt hier Powell. Und ihr lebt hier jetzt hier in der Verteidigungsposition gegen Spellman. Ah, Green, ich dachte, der geht da eventuell. Ah, Hartenstein. Da habe ich gerade die Verteidigung angesprochen. Das darf nicht passieren. Dass ihr dir den Ball da so holt. Bradley Beal, eigentlich ein sicheres Ding, macht die nicht, aber wir haben ja Scaldi bisher. Wir können eigentlich die ganze Zeit daneben werfen.
Wenn Scully bis hier da ist, dann holt er sich die Rebounds. Und alle offensiv. Das war gut verteidigt. Oh, das gibt es nicht. Jetzt aber gute Verteidigung, aber Hartenstein. Das gibt's nicht, den nächsten Rebound. Das ist. Ah, wenn McGee den jetzt nicht verworfen hätte, dann wäre das einfach nur ärgerlich. Boah, Beal, der Wurf war schwierig. Paul versucht zu stören, aber es war nicht mehr ganz so gut. Jetzt Holiday. Es sind nur 6 Punkte, es ist nicht so viel. Nazir Little, Mitteldistanz. Boah, den holt sich Libes hier dieses Mal nicht. Paul gegen Hartenstein. Jetzt macht er es gut. Schön geblockt. Boah, Nazir Little war da fast dran. Spellman gegen Beal. Und der nächste Rebound. Der darf so nu niemals durchgehen. Aber 2 Blocks hintereinander von Hartenstein. Und der nächste Block. Aber sie holt sich immer wieder die Offensive Rebounds. Das ist unglaublich. Das darf ja eigentlich auch nicht passieren, dass sie so viele offensive Rebounds sich holen. So, jetzt Bradley Beal. Jetzt ist da Hartenstein an der Dreierlinie. Jetzt mach ihn einfach rein. Er macht ihn nicht. Hartenstein nicht mit dem perfekten Spiel bisher. McGee. Er kann Mitteldistanz, aber nimmt den nicht. Und hier weiter McGee. Wenig Sekunden nur noch. Oh, das war gut gespielt. Das war echt gut gespielt. Und es sind nur noch 4 Punkte. Vielleicht sollten wir jetzt mal mit einem Block über Lebesier gehen. Nicht, dass er werfen soll, sondern Pick and Roll. Weil der ist heiß drauf. Und er macht ihn, ja, ich wollte sagen mit Foul, aber hat sich immerhin das Foul geholt. Jetzt die Frage, wie sicher ist er nach Freiwurflinie? Macht den ersten. Er ist heiß, Lebesier. Macht beide rein. Wichtig. Lebesier mit 8 Punkten übrigens. Gleich viel wie Lillard aktuell. Aber das zeigt schon, wie gut er hier spielt und Lillard. Also am Anfang habe ich ihn ja gelobt für seine Defense, aber das war echt schwach. Das war richtig, richtig schwach. 4 Punkte. Wir haben den letzten Angriff theoretisch. So, jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was machen wir. Turner. Stellt er den Block. Lilla zieht rein. Turner. Kann den Dreier nehmen, muss ihn jetzt auch nehmen und macht ihn rein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wow, das gibt's nicht. D'Angelo Russell macht den Ball rein. Das ist unglaublich. Boah. Nee, ey. Das ist so ein Korb, ey. Das sind 3 Punkte einfach. Boah, der ging einfach rein. Krass. Krank, krank, krank. Da denkst du, nee, der muss doch rausfallen und der fällt da echt rein. Das sind echt bittere 3 Punkte da. Das kann am Ende halt eben auch spielentscheidend sein. Genau so ein Wurf, deswegen soll man sowas auch immer verteidigen. Das war echt nochmal so ein Dämpfer am Ende, weil ich dachte mir, komm mit 7 Punkten in die Halbzeit, das sieht schon mal sehr, 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 sehr gut aus. Und dann kam dieser Mann hier, D'Angelo Russell, und ballert den da einfach rein. Die besten Spieler sind übrigens... What the fuck? Curry und mit 10 Punkten. 2 Rebounds und 10 Assists? Was? 10 Assists? What the fuck? Never. Alter, 10. Was? Junge, der hat letzte Folge den Punkterekord gebrochen. Der bricht hier gerade den Assist-Rekord, glaube ich. Hochgerechnet dann auf 9 Minuten. Krank, ey. Hier übrigens auch die anderen Stats, auf die ich jetzt überhaupt nicht geachtet habe, aber die Assist-Zahl ist einfach nur krank. Also, das ist echt krank. War aber nicht... Das ist echt eine heftige Statistik auf jeden Fall. Naja, ich weiß nicht, war da gerade... Aber bei der an sich Teamstatistik waren da gerade nicht weniger? Oder habe ich das... Hier Spiel... Nee.
Spielbericht? Nein. Teamvergleich, genau. Hier sieht man doch, Assists haben sie angeblich nur drei. Und wir haben auch drei. Wie kann dann aber Curry 10 Assists haben? Der hat nur einen. Habe ich mich da eben verguckt oder war einfach nur die Grafik gerade? Ich bin doch nicht behindert, oder? Also, keine Ahnung, ey. Ich glaube, ich habe mich da einfach nur ver... Die Grafik war einfach falsch. Ich gucke mir das nachher nochmal im Video an. Entweder habe ich gerade gefailt ohne Ende und sehe irgendwie viele Nullen und bin irgendwie komplett durch. Ey, die Grafik war da auf jeden Fall. So bescheuert kann ich auch nicht sein. Jetzt auf jeden Fall erstmal Damian Lillard. Mach die nicht rein. Thompson. Und jetzt hier Lillard. Boah, ganz, 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 ganz wilder Wurf. Oh, jetzt hier Curry musst du stoppen. Boah, das ist hart. Thompson Mitteldistanz. Einer der besten Werfer überhaupt in der Liga. Lillard jetzt mit Turner hier. Lillard kann selber. Alter, der springt noch mal raus. War ein guter Wurf an sich. Ruhiger spielen, ganz, ganz klar, ruhiger spielen. Es ist noch viel, viel zu spielen. Wir dürfen jetzt keine zu großen Fehler machen. Hier wäre es mal Pick and Roll. Und Alter Schwede. Turner, Mann. Block ihn doch noch irgendwie weg, ne? Timeout. Wir müssen das Ganze hier ein bisschen beruhigen. Es sind 32 zu 30. Es sind 2 Punkte nur. Aber es ist schon kritisch jetzt. Es ist auch das berühmte Warriors-Viertel, dieses dritte. In der Ligaführenden in den Playoffs. Wir haben wirklich gegen die besten Shooter auf jeden Fall schon gespielt, gegen Curry und Booker. Und haben den besten an sich mit Lillard am Team. Im Team. Jetzt Turner. Turner. Stark gemacht. Einfach im Post sich mal durchgesetzt. Ist auch eine Variante, die man vielleicht öfter suchen sollte. Turner ist da schon echt stark. Oh, Bradley Beal holt sich den Steal leider nicht. Da konnte ihn Russell irgendwie noch kontrollieren. Jetzt hier Curry, was hat der vor? Pah. Und jetzt hier Lillard. Damian Lillard. Der. Ah, oh Mann, ey. Der war doch eigentlich gut. Ah, zu früh. Ah, das war jetzt. Das war Bullshit gerade von mir. Das war richtig Bullshit. Damian Lillard. Ne, das war zu viel Kopf durch die Wand. Wir verlieren gerade hier das Spiel. Und unser Stil. Jetzt hier Tobias Harris. Der hat bisher noch gar nicht gepunktet. Mit Foul macht er den. Jawohl, Mann. Wichtig. 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 Jetzt ganz ruhig bleiben. Macht ihn. Tobias Harris. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Spellman. Macht die nicht. Und jetzt Lillard. Beal ist da. Macht die einfachen Punkte bitte. Macht er. Bradley Beal macht's. Ah ne, Holiday war das. Sorry. Schön geblockt. Sehr wichtig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wieder 3 Punkte. Wieder 3 Punkte. Es sieht wieder besser aus. Jetzt D'Angelo Russell wird hier gefoult von Lillard. Ist okay.
Das ist echt spannend. Lass ihn so nicht laufen. Ah, eigentlich hat er den Wurf echt schwierig gemacht. Aber da noch ohne Foul zu interagieren, war auch schwierig. Jetzt, Leute, gehen wir 2 for 1. Natürlich gehen wir 2 for 1. Nein! Die Idee war nicht schlecht, aber. Ah, sehr gut gemacht, Little. Sehr gut. Mit Foul. Immer besser als ohne. Thompson macht sie in der Regel zwar, aber. Vielleicht hat man ja Glück. Hat man nicht. Wir nehmen einfach mal eine kleine Auszeit, weil Lillard das Gatorade-Zeichen schon hatte. Bisschen Energie reinbringt für die Jungs. Thompson hier. Das ist echt ein enges, enges Spiel. Es ist ein enges Spiel. Jetzt hier Lillard. Den hat die Pause ganz gut getan. Jetzt die Frage: Gehen wir über einen Dreier? Gehen wir über Beal? So, oder gehen wir einfach über Damian Lillard. Junge, das kann nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Jetzt Bradley Beal. Schaff's irgendwie. Oh Mann, ey, das wäre es natürlich gewesen. Unglaublich. Wir waren eigentlich so gut im ersten und zweiten Viertel und sind jetzt mit 3 Punkten hinten im letzten Viertel. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist kurz davor, dass wir hier echt untergehen. Dass wir die Serie hier verlieren und das, obwohl wir eigentlich meiner Meinung nach wirklich ein Championship-Team haben. Na, das wäre bitter. Das wäre richtig, richtig bitter. Hier Thompson. Eieiei. D'Angelo Russell. Lillard, hol dir doch irgendwie einen Steal oder so. Lass ihn nur nicht den Dreier machen. Geht nicht rein. Und jetzt Bradley Beal. Gute Aktion. Gute Aktion von Bradley Beal. Schöne Körperbewegung. Und die Punkte gemacht. Beal ist auch richtig on fire. Die Koordinationsübungen am Anfang haben sich echt rentiert bisher. Nein, nein, nein. Da hätte D'Angelo eigentlich auch werfen können. Schrägstrich müssen. Ah, oh, zu früh hochgegangen. Gut gemacht von Spellman. Schön gefaked. Sabonis fällt drauf rein. Jetzt Bradley Beal. Boah, Mackie mit seiner ganzen Power. Aber Beal, ruhig bleiben. Mach ihn einfach. Der erste ist drin. Bradley Beal. Beal macht es. Beal macht es. Wichtig. Sehr, sehr wichtig sogar. Ah, nein. Naja. Russell, so. Der fliegt ja gleich von der Halle, ey, wenn du ihm so viel Platz gibst. Und jetzt schnell, jetzt ist nämlich D'Angelo nicht in der Verteidigungsposition. Boah, Harris hat noch gar nicht so viel geschafft bisher, aber wir können ja nochmal über Turner gehen. Turner. Nein! Nein, 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 nein. Macht ihn perfekt. Okay. Boah, das war jetzt auch ein Ball. Nochmal Turner. Jetzt über The Bonus. Junge, das gibt es nicht. Turner holt sich den Ball. Jetzt stellt er da den Block. Junge. Harris mit dem Foul hier. Es sind diese verdammten 5 Punkte, aber es ist echt eng. Jetzt aufpassen. Wir dürfen nicht mehr Foul. Fast der Steal. Das ist unglaublich. Er nimmt einfach diesen Wurf und entscheidet damit schon fast das Spiel. Jetzt ein Bonus. Lillard. Jetzt muss es Turner machen. Er macht's nicht. Das war's.
Leute, das war's. Wir verlieren diese Serie. Bradley Beal, mach ihn jetzt irgendwie. Lillard hat sogar den Ball nochmal. Lillard hat sogar den Ball nochmal. Jetzt Bonus, stell hier irgendwie den Block. Macht's gut, Lillard. Macht ihn wieder nicht, das gibt's nicht. Harris jetzt aber. Junge, das gibt es doch nicht. Wie kann denn jeder den Dreier nicht machen? Das ist doch unglaublich. Ah, das war's schon. Ach komm, gib ihm noch die Freiwürfe. Verfickte Scheiße, ey. Verfickte Scheiße, ey. Ah, Mann, ey. Ja, bei uns, die haben schon die Dreckspieler, ja, sorry, nicht Dreckspieler, aber die zweite Elf aufgestellt. So will ich noch nicht aufgeben. Ich habe kaum eine Chance, also die Chance liegt vielleicht bei 2-3%. So realistisch bin ich, aber ich will es wenigstens versuchen. Hat ja keinen Sinn. Die Frage ist, kann ich irgendwie variieren, um das hier nochmal zu ändern? Oder soll ich einfach stumpf die erste 5 spielen lassen? Ja, komm, erste 5, was willst du machen? Was willst du machen, außer irgendwie zu shooten? Irgendwie zu hoffen, dass irgendwas klappt und gut ist. Ah, Mann, ey. Beal, mach ihn doch einfach. Was soll ich dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Der ist da einfach nochmal rausgerauscht. Jetzt hier Beal. Lillard, Beal. Hat nochmal die Chance. Ja, aber das... Ich brauche, glaube ich, nicht mal mehr faulen. Carter Williams, vielleicht kann der ja nichts. Können wir mal schauen. Vielleicht ist er ja nervös, macht ihn nicht. Ganz im Gegenteil, macht den perfekt. Macht den zweiten halt auch rein. Boah, Lillard. McGee. McGee ist nicht der beste Werfer. McGee ist nicht der allerbeste Freiwerfer, aber macht den. Macht den. Jetzt sind auch Green und Co. wieder auf dem Feld. Alter, der macht die beide. Ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Bradley Beal. Auf Damian Lillard. Ein ganz verrückter. Ne, das war's. Ich brauche nicht mehr faulen. Wir verlieren dieses Spiel und ich simuliere gleich noch ein weiteres Spiel. Ich will wissen, ob die Serie für uns beendet ist oder nicht. Ich will das nächste Spiel simulieren und wenn wir auf 3-2 rankommen, dann spiele ich das nächste Spiel. Aber wenn es sich dann entscheidet, ja, dann war es das. Und das wäre schon enttäuschend. Zweite Runde mit diesem Team? Mit dem Team, das wir jetzt haben? Zweite Runde? Boah. Naja, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Wir gucken uns kurz die Stats an natürlich. 33-9-9. Ja, also nichts von wegen 10 Assists gehabt. Thompson 32-2. Russell, einfach die drei, beide fast, ja, jeder ungefähr 30 Punkte plus minus bisschen. Und bei uns Beal super. Lillard scheiß Quoten. Wobei Beals Quoten sind okay, aber Lillard, ey, eine Katastrophe. Er hier richtig stark an sich, Libissier für die 9 Minuten. Turner. Harris halt ein Spiel gemacht, das naja war. Hartenstein, 9 Blocks. Ist das schon wieder irgendwas? Looney. Tatsächlich, Hartenstein. Selbst in so einem Spiel kann man halt auch Rekorde brechen, indem man einfach mal 9 Blocks macht. Das ist tatsächlich ein neuer Rekord und er hat schon mal einen aufgestellt. Das ist eigentlich auch Wahnsinn. Aber das Ganze ist halt momentan mir relativ egal. Ich will sehen, was das nächste Spiel jetzt für uns bringt. Übrigens, die Bucks hier mit 4-0 haben einfach die Sixers gesweept. Wir schauen uns das jetzt an, was jetzt hier passiert. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Gegen die Warriors. Wir schauen uns das an. Eieiei. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber es ist eng. Es ist... Ah, 10 Punkte. Es geht. Es geht. Es sollte reichen. Oder? Es reicht. Es reicht, es steht damit 3-2.
Er steht damit 3 zu 2, weil Lillard wieder aufdreht. Harris mal ein gutes Spiel macht. Turner und Co. Beal. Okay, Uppsala. Curry. Wow, und weil die, ja, die haben im letzten Spiel 33, 32 und wo war denn Russell? Wo ist denn der? Habe ich den irgendwie übersehen? Ach, der hat 27, okay. Aber die hatten halt alle, bis auf Russell, der hatte nur einen Punkt mehr, alle halt über 30 gescored und er hier halt 28. Das heißt auf jeden Fall, wir simulieren natürlich vor bis zum Spiel. Hui. Man hat interessante Ergebnisse. Bucks haben nämlich die Sixers gesweept. Hier hat man ein endgültiges Spiel 3 zwischen Atlanta und Boston. Und Houston, die letztes Jahr Champ waren mit James Harden, haben die Lakers rausgehauen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und für uns geht es im nächsten Teil auf jeden Fall um alles oder nichts. Entweder ein entscheidendes Spiel 7 heraus zu zögern. Oder wir fliegen halt raus. Euer Velosche meldet sich erstmal ab und ich hoffe, ihr seid mit dabei bei der nächsten Folge, wenn es heißt, wie, ja, habe ich eben schon gesagt, sorry Jungs, will mich nicht wiederholen, ich melde mich einfach ab und bye bye.